Ihr werdet alleine vor mir stehen, ohne irgendjemanden neben euch. Freitag, 15. November 2013, 20 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, aufgrund der Autorität meines Vaters, Gottes Allerhöchsten, möchte ich all diejenigen, die in meinem Namen leiden, darüber informieren, dass die Zeit nahe ist, dass die Warnung stattfindet. Diejenigen von euch, denen von diesem meinem großen Tag der Barmherzigkeit Kenntnis gegeben worden ist, werden die Zeichen in Kürze erkennen. Ihr müsst eure Verfehlungen vor mir bekennen, damit ihr hinreichend auf dieses Ereignis, das die Welt schockieren wird, vorbereitet sein werdet. Ich tue dies bald, damit ich die Menschen, die die Nabelschnur durchtrennt haben, die sie mit mir verbindet, retten kann, bevor es zu spät ist. Ihr müsst mir vertrauen und euch im Gebet versammeln, damit die Seelen nicht in der Finsternis umkommen, bevor ich ihnen Immunität für ihre Sünden gewähre. Schaut jetzt in euer Herz und in eure Seele und seht sie so, wie ich euch sehe. Was seht ihr? Werdet ihr in der Lage sein, vor mir zu stehen und zu sagen, Jesus, ich tue alles, was du von mir verlangst, um das Leben zu leben, das du von mir erwartest? Werdet ihr sagen, Jesus, ich beleidige dich, denn ich kann mir selbst nicht helfen, habe daher Barmherzigkeit mit meiner Seele? Oder werdet ihr sagen, Jesus, ich habe gesündigt, aber nur, weil ich mich verteidigen muss? Ihr werdet alleine vor mir stehen, ohne irgendjemanden neben euch. Ich werde euch eure Seele zeigen. Ihr werdet jeden Fleck darauf sehen. Ihr werdet die Sünde im Geiste noch einmal erleben, und dann werde ich euch die Zeit geben, mich zu bitten, euch meine Barmherzigkeit zu zeigen. Nicht, weil ihr auf meine Barmherzigkeit ein Recht habt, sondern einzig und alleine, weil ich entschieden habe, euch dieses Geschenk zu geben. Mein Tag wird unerwartet anbrechen, durch die Zeichen, die euch im Voraus angezeigt werden. Ich habe 3 Jahre lang versucht, eure Augen gegenüber der Wahrheit zu öffnen. Einige von euch haben sie angenommen. Andere haben sie in mein Antlitz zurückgeworfen. Jetzt ist die Zeit meiner göttlichen Barmherzigkeit, und nur denjenigen, die mir ihr Herz öffnen und die mich annehmen, wird die Chance gegeben werden, sich selbst zu retten. Sei dankbar für meine bedingungslose Liebe. Euer Jesus.